auch sagt, ja, was ist die Mauer? Ja, aber vielleicht fast so, da ist sowas zu machen. Ach, jetzt will ich Du bist auch bald ein Bogenmacher. Sehr gut. Oh, Kaserne wird sogar schon gebaut. Dann darfst du heiraten. Darfst hier unten einziehen. Und du darfst auch hier einziehen, aber Jobs können wir euch noch keine zuweisen. Aber zum Glück wird die Kaserne ja schon gebaut. Oh, hier geht aber bald das Holz aus. Okay. Zum Glück habe ich einen zweiten Holzfäller, der sehr viel Holz liefert. Ich weiß, dass ihr nichts zu tun habt, weil eure Arbeitsordnung nicht fertig ist. So, Leder sollte jetzt wieder reinkommen. Jetzt, da der Jäger wieder jagen tut. Oder auch nicht, weil er kein Jagdvieh mehr findet. Was ärgerlich ist. Na gut, das letzte Lederstück. Erfahren und kannst trainiert werden, das ist gut. So, du machst mir jetzt noch genau einen Bogen und dann bin ich zufrieden. Danach musst du mir wieder Holz hacken. Und ja, selbst hier gibt es nirgendwo mehr Tiere. Oh, da ist ein Tier respawned. Sehr gut. Du da wirst mal hinter. Ja. Kriegst unsere beiden Lager, dass du mal anfängst, das unsere Lager zu befüllen jetzt. Ja, ich weiß, dass ihr nichts zu tun habt, weil eure Kaserne noch gebaut werden muss. Oh, du lieferst Bier. Gut. So ist dann aber auch anfangen, abwechselnd Bier und Nahrung zu liefern.
Ah, und du brauchst neues Gold. Okay. Dann besorg mal Gold. So, du hast deinen letzten Bogen hergestellt. Das heißt, du bist jetzt Holzfäller. Ja, du hast die Ware hergestellt, die wir brauchen. Gut. Jetzt bringst du gemischt Bier und Nahrung. Das ist gut. Ich weiß, dass ihr nichts zu tun habt. Wie gesagt, dafür muss erst eure... Kaserne fertig werden. Gut, für Fernkampf haben wir jetzt unsere Ausrüstung. Da kommt wieder langsam Leder rein, weil sich die Natur erholt. Ich habe so eh das Gefühl, dass um das Jägerzelt im regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen Tiere spawnen. Weil sonst, es wäre blöd in einem Spiel wie Cultures endliche Ressourcenquellen zu haben. Jetzt mal abgesehen vom Fischen. Weil Fische reine Nahrung sind und ja, Nahrung wir sowieso durch den Bäcker kriegen. Ja gut, Gold und Eisen sind endlich, aber das ist wieder eine andere Sache. Die brauchen wir ja auch nur fürs Militär. Und meistens ist Gold und Eisen immer im Überfluss vorhanden. Okay, unser Holzvorrat hier unten erholt sich. So, dann fange ich mal mit der Straßenplanung an, um all unsere... Waffenarbeitsgebäude an die Kaserne anzuschließen. So. Na? Langsam wird's. Reißen wir die Straße noch mal ab. Ah, ich kann durch diesen Sand, glaube ich, keine Straße bauen. Ich kann nur hier am Sand... Oh. Das wollte ich nicht. Hier am Sand vorbei eine Straße bauen. So. Hier hinten ist es das gleiche Problem irgendwie.
Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Oh, unsere Kaserne ist fertig. Hey, die Straße über den Berg zum Gold ist fast fertig. Gut. Unser Steinmetz dürfte hier noch ein bisschen Stein finden. Wie gesagt, wenn nicht, muss ich ihn nach da drüben verschieben, dass er hier den Stein abbaut. So. Eine Rüstung bitte noch von dir, dann darfst du Schwerter herstellen. Und danach wirst du Werkzeugschmied. Ah, ich muss unseren Eisen... Schmelzer bald wieder Eisen schürfen lassen. Auch noch. Oh, meine beiden Speere wurden schon eingelagert. Jetzt werden Bögen eingelagert. Gut. Oh, wie sieht's mit Möbeln aus? Du... Tischler. Mach mir mal einen neuen. Du Töpfer, mach mir auch mal einen neuen. So, das Warenmenge hergestellt bis Rüstungsschmied. Das heißt, als nächstes gehst du in die Waffenschmiede und machst mir genauso viele Schwerter. Okay, unser Goldsucher liefert schon Goldnuggets ein beim Goldschmied. Das ist immer gut. Ja, die Straßenverbindung da ist schon Gold wert. Hier unten wird langsam vollgepumpt mit allem. Ja, und du hast ja auch für ordentlich Kahlschlag gesorgt, aber hier wachsen schon Bäume nach, wenn ich richtig sehe. So, du sorgst jetzt wieder für Material.